So, ja, wir könnten ja langsam mal anfangen oder so. Wir müssen das ja jetzt ja. Gerne, ich bin noch mal ganz kurz weg. Du bist noch Gleich mal wieder ganz da. kurz weg. Wo bist du? Auf dem Klo. Du bist jetzt auf dem Klo? Mensch. Nein, aber gleich. Wusste gar nicht, Tschüss. dass du auf dem Klo anrufen kannst. Tschüss. Bis gleich. Wireless. Wireless. Au, wireless. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe hier raus. 5 Minuten später. Na, wie war's? Na, wie war's? Erfolgreich. Glückwunsch. Dankeschön. So, für den Intro-Gag habe ich jetzt schon gesorgt. Wollte gerade sagen, der Intro-Gag ist damit schon abgehakt. Woher weißt du das überhaupt? Wer sagt denn, dass ich überhaupt aufnehme? Dö. Layton läuft im Hintergrund schon, du fragst so mit einer mehrdeutigen Stimme. Das Na muss so dann. sein. Na dann. Dann will ich dir sagen, dass ich jetzt eine Menge gemacht habe, während du weg warst. Nämlich? Sag ich dir Testaufnahme? nicht. Ach ja, ich habe jetzt auf Fortsetzen geklickt. Ups. Jetzt ist kein Ton mehr Bitte. da. Frechheit. Jo, voll fies. Wollen wir mal weiter? Hast du schon an? Nee, ich hier Level 5. Nee, Level 6 ist bei dem einen Spielstand noch. Ebene 6. Also bei mir zumindest hier. Celebration Boulevard habe ich. Ich hab den Pavillon. Bist du wieder eins hochgelaufen? Ja, dann bin ich wohl eins hochgelaufen. Was bisher geschah? Der Professor und seine Freunde sprechen mit Dalston, der wieder auf freiem Fuß ist. Anschließend wollen sie auf der Gruselkirmes nach Hinweisen auf das Wunder vom Vortag suchen. Vortrag? Vortag? Vortag. Hab ich Vortag gesagt? Ja, hast du Dann richtig bin ich ja gesagt. glücklich. So, warte, dann gehe ich auch mal hoch Richtung Ja, Pavillon. dann gehen wir doch gleich mal auch eins höher noch zum Gallery Plaza. Ich denke mal, wir kommen, wo kamen wir eigentlich? Von links. Also wir können auch nach rechts jetzt gehen. Wollen wir nach Ja, gehen wir rechts? da erstmal hin. Gut, dann gehen wir erstmal nach rechts. Ah, da ist ja wieder Sorry, war der unser. du oder Oh mein was? Gott. Wen Bitte? sprechen wir zuerst an? Links oder rechts? Beim Spielzeugladending. Links. Links. Das Mütterchen hat ein Rätsel. Tanja. Warum ist die Kleine denn jetzt schon wieder verschwunden? Seit unserer Ankunft hier kann sie sich einfach nicht stillhalten. Hier gibt es wirklich genügend Dinge, die ein Kind und mich ablenken können. Sie kommt ganz nach ihrem Vater, der ist auch so ein großer Rätselfan. Er gibt ihr immer Rätsel auf, in denen es um Ferien geht. Bestimmt ist sie darum immer mit ihren Gedanken woanders. Ja, das kann sein. Aber warum kriegen wir dieses Rätsel jetzt? Dann sind wir auch mit unseren Gedanken woanders. Was ist das denn bitte? Knauser im Urlaub. Okay. Entschuldigung. Eine fünfköpfige Familie will eine Berghütte mieten. Vier Hütten stehen zur Auswahl. Hütte A kostet 200, B 400, C 300, D 600. Euro. Ganz Euro. wichtig. Ganz wichtig, in dem Spiel gibt's Euro. Wow. Wow. Wo Hätten wir auch. spielt das denn? Keine Ahnung. Hm. Naja. Ja, vor Die allem Miete. London, London, also generell, du weißt doch, England bezahlt doch eigentlich mit Pfund. Ja, aber die Berghütte könnte ja in den Alpen sein. Ja, Irgendwo, wo man den Euro schon hat, in der Schweiz zum Beispiel. irgendwo, wo man den schon hat. Oh. Ja, der kommt noch überall hin, aber wir haben den schon. Genau. Irgendwann bezahlst du auch in Japan mit Euro. Ich glaube auch. Die Miete ist nicht von der Belegung abhängig, die dort arbeitet, sondern gilt immer für die gesamte Unterkunft. Okay, Welche ist Schlafsack. die günstigste Hütte, in der die ganze Familie Platz findet? Lege Schlafsäcke in die richtige Hütte, ohne dass sie sich in die Quere kommen. Schlafsäcke. Ja, fangen wir doch mal mit der günstigsten an. Was ist denn die günstigste? A. Das kann ja jetzt eigentlich nicht. Wie ist denn das gemeint eigentlich? Das wüsste ich gern mal. Du sollst halt. Bei Hütte A geht's schon mal nicht, meiner Ansicht nach. Wer weiß, wer weiß. Wobei. Ha.
Vielleicht haben wir ja hier wieder so ein ganz, ganz fieses Ding. Es könnte sein, dass man wieder irgendwie nochmal um die Ecke... Weil die nächstgünstigere ist ja dann C, aber da geht's ja, denke ich mal, ziemlich definitiv sich aus. Ja. Ich würde fast sagen, das ist sowas, da schläft einfach einer auf den Füßen vom anderen, oder darf man das nicht? Wobei, Hütte C ja auch nicht. Die können doch alle übereinander liegen. Achso, die dürfen sich nicht in die Quere kommen, die Schlafsäcke. Die Säcke. Oh, weia. Aber ich hab da gerade so eine Befürchtung, dass A auch geht. Es geht nicht mal C. Also zumindest nicht so, wie ich es gerade bin. Was haben wir denn dann? Und die nächstgünstigere ist dann 300, 400 B. Das ist echt schwierig. Wo finden die alle Platz? Finden die wirklich nicht in A Platz? Das wäre schade, weil A hat... Das ist so schön günstig, ne? Ja. Also auf alle Fälle finden sie in B Platz. Also D ist schon mal aus dem Spiel. Ja. In B gehen sie rein. Vielleicht gehen sie doch irgendwie in A, aber ich wüsste nicht. Ich wüsste auch nicht, wie die irgendwie in A reingehen. Aber dann würde sich ja fragen, wie eigentlich? Wie? Ja, wie. Wie eigentlich? Wie eigentlich? Du kannst dir denken, was ich gerade gemacht habe, oder? Nein. Na dann. Dann ist ja alles gut. Ohne, dass die sich in die Quere kommen. Och, Manno. Ich hab doch heute nicht so... Ich hab doch keinen Bock heute auf Denken. Das ist heute nicht. Also, ich meine, das sicher, dass es bei C nicht geht? Ich weiß es nicht. Also, ich hab's bei B hingekriegt. Und deswegen probier's bei D gar nicht erst nochmal aus, aber... Ich nehme mal an, im Zweifel geht's bestimmt irgendwie. Naja. Na? Im Zweifel, ja, was ist das für ein Zweifel? Verzweifelter Fall. Also ein C, da kann ich mir das nicht vorstellen, dass das überhaupt geht. Nö, das wird nicht. Aber in B geht's auf jeden Fall, aber... Was steht denn da? Welche ist die günstigste Hütte? Heißt das, wir brauchen einfach bloß... Was passiert, ich habe auch schon sowas überlegt, ob sowas gemein ist, dass er einfach zweimal A mieten, weil es immer noch günstiger ist als... Aber es ist jede Hütte nur einmal da, wenn ich das so richtig verstehe. Ja, das denke ich doch. Außerdem zweimal A ist auch nicht günstiger als B. Ja, das außerdem. Tja, das ist echt ein doofes Rätsel. Ich wette, das geht eigentlich viel einfacher, als man denkt. Ja, oder es ist wirklich... Ich meine... So sollte es klappen. Ich wollte gerade sagen... Das war ein wahres Vergnügen. Na gut, was hast du jetzt gemacht? Ich wollte gerade sagen, es sind ja auch nur 30 Pikarad gewesen, also vielleicht ist es auch gar nicht so schwer. Ich bin mal ganz, ganz doll lieb zu dir und ich sag dir, dass es A nicht ist. Ich nehme jetzt einfach B, weil C geht definitiv nicht. Da bin ich mir sicherer, als dass es bei A nicht irgendwie geht. Ach übrigens, deine Antwort kannst du eingeben, wenn du auf Antwort drückst dann. Du, ja, das andere ist nur zum... Was? Das andere ist nur so zum Darstellen. Nein. Ist es nicht. Wieso? Hast du schon mal versehentlich draufgeklickt? Nein. Oh. Nein, aber ich habe gerade draufgeklickt und es kam keine Auswahlmöglichkeit. Wie, es kam keine... Achso. Also du hast erst alles richtig gelegt und dann draufgeklickt. Genau. Ah, Mist. Der gleiche Gedanke, den ich hatte. Der untere Absatz kann nur von Emmy kommen. Na, dann lies ihn doch auch so dann, wenn ich dabei bin. Richtig. Richtig, Hütte B ist die beste Wahl. Nur B und D bieten genügend Platz für alle fünf. Und B ist die günstigere. Aber wer sich so eng zusammendrängt, der könnte eigentlich auch gleich in einer noch kleineren Hütte schlafen. Übereinander, ich meine,
Ja, genau. Das ich hatte befürchtet, meine Kleine würde von den neuen Eindrücken eingeschüchtert, aber die neue Umgebung fasziniert sie eher. Ich habe ihr schon gesagt, sie soll im Hotel Reunion auf mich warten. Hoffentlich hat sie mir auch zugehört. Nö. Naja, doch hat sie. Sie hat gesagt, sie soll zum Hotel Reunion, aber sie hat gesagt, sie will nicht. Möchten Sie, dass wir nach Ihrer Tochter suchen? Ach, ich will Ihnen keine Umstände machen. Sie wird schon auftauchen. Das hat sie bisher immer getan. Außerdem kann sie ganz gut auf sich selbst aufpassen. Sie ist ein kluges Mädchen. Sie vollbringt jeden Tag das Auftauchwunder. Und das Verschwinden. Machst den Küchenschrank auf. Kuckuck. Ja. Na, warte, vielleicht ist sie hier im Schrank. Die Kloschüssel. Kuckuck. Weißt du was? Ich würde das überhören. Verstehe, dann wollen wir hoffen, dass sie baldigst wieder vereint sind. Oh ja, vereint. Boah. So, wollen wir jetzt mal mit Hans, Jean-Paul. Richtig. Jean-Paul. Ach genau, Jean-Paul, der hat doch immer hier so Songs gemacht wie Temperature zum Beispiel damals. Kennst du den noch? Ja, voll die philosophischen Songs hat der gemacht. Ja, genau, oder sowas wie Shake That Thing, oh Annabella, Shake That Thing. Das ist ein schöner Song. Von Jean-Paul. Dem berühmten französischen Philosophen. Ich grüße Sie, Emmy. Sie strahlen mal wieder wie die aufgehende Sonne in Japan. Kann ich Ihnen irgendwie... Wie die Sonne beim Fujiyama. Oh, apropos, ich habe mir letztens ein Anime angesehen. Kämpfer heißt der. Danke übrigens an die Person, die ich jetzt gerade... Vergessen hab. Die ich gerade nicht anonym halte, Tessaiga Gigi, die mir das gezeigt hat. Weil da gab's so eine Figur, die hatte die gleiche Synchronsprecherin wie Mila Superstar und dann reden die im Anime da noch drüber. Ach ja, und meine Figur, die hört sich an, oder mein Kuscheltier hört sich an wie der alte SpongeBob. Der hatte auch die gleiche Stimme. Irgendwas mit... Der Sprecher heißt irgendwas mit Ziesma im Nachnamen. Boah, das weiß ich nicht. T. Ziesma, mehr weiß ich auch nicht mehr. Da muss ich nur gerade an diese SpongeBob-Folge denken. SpongeBob an Patrick! Benjamin Blümchen. Ja, genau. Das ist genau so ein blöder Witz. Genial. Oder andere Witze hier in Scrubs. Dr. House Spinde-Meister, den gibt's im Englischen gar nicht. Also, das hast du mir schon mal erzählt, ja. Also, weiter im Text hier. Wir müssen auch mal weiterkommen. Ja, du bist doch dran. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Tee, Spielzeug, die Welt auf einem Silbertablett? Naja, da Sie schon fragen. Sie wissen nicht zufällig etwas über den maskierten Gentleman, oder? Schon wieder mal. Ich habe diesen Delinquenten... Merkt euch dieses Wort, das könnte euch irgendwann mal in Disgaea 3 auftauchen. Leider noch nie selbst zu Gesicht bekommen. Ach, das ist sehr schade. Denn er ist auch ganz hübsch. Nun, ich nehme an, Sie müssen auch Ihren Laden bewachen. Trotzdem danke. Was? Halt! Moment! Moment mal! Hold it! Ich hab hier noch was, das...